haben wir es ja schon geschafft, ja. Okay, schön. Mein Gott, diese brennende Intelligenz hier. Ja. Die lichterloh in Flammen steht. Gott ist sehr schnell. Weißt, schlaf doch einen Zentimeter vorher ein. Oh Mann. Dann müssen wir doch den roten Eimer nehmen, um den anzuschieben. Ja, würde ich mal behaupten. Oder nicht? Können wir machen. Ich habe damit kein Problem, weil es würde ganz knapp von der Länge her, also von der Dauer her reichen. Ja. Ach, es ist alles kompliziert wieder. So, Nummer 1. Nummer 2 kommt jetzt an. Das aber wir können das trotzdem mit 3 Würfeln machen, trotz alledem. Ich brauche ja einen davon, um einen roten Balken zu machen, oder nicht? Ne, das sind doch 2 Plätze, meine ich. Ja, und den einen soll ich benutzen, um das anzuschieben, damit es da reinrasselt. Hast du eben gesagt, oder nicht? Achso, ja, nee, geht ja nicht. Was übrigens nicht möchte ich anmerken. Doch, funktioniert. Warte, ich muss nur... Nee, ich wollte gerade den ausfahren und als, den hier als Fackel benutzen einfach bloß. Doch, das könnte sogar funktionieren, aber da hat er keine Energie mehr, um... Nee, es bringt gar nichts. Vielleicht müssten hier hinstellen, damit er angeölt werden kann. Könnt ihr nur weiter da vorne schon mal abschmeißen, damit der... Weil der ist dann nicht mal eingeölt bis dahin. Naja, stimmt. Aber es macht ja nichts. Ich kann ja trotzdem ein bisschen entgegenschieben. Pass mal auf. Fangen wir gerade sinnvoll von vorne an. Nee, kann ich nicht, weil das nur auf dem Ding hier überhaupt funktioniert. Ja. Das heißt, ich kann den nur hier abstellen und den bloß hier abstellen. Eigentlich schon, ja. Ja, Option habe ich da gar nicht. Ach ja, aber dann kannst du da trotzdem... Ja, dann kannst du doch trotzdem den roten jetzt da rechts machen. Und den roten anzünden und dann mit dem roten den grünen nochmal anzünden. Vielleicht ist es besser. Du meinst, also da den roten jetzt hinmachen, damit der rechte verschwindet. Ja, vergesse ich. Der auch nicht fackelt, weil er ja rot ist. Und die Ölpumpe erst da vorne. Nee, er wird ja dann... Achso, stimmt, er wird ja... Weil doch, den könntest du ja... Ah, doch, aber warte, doch, können wir machen. Warte. Ich meine, du bist ja nicht der Hellste, aber das könnte sogar funktionieren. Ah nee, warte, das war jetzt sehr negativ formuliert, oder? Ein bisschen. Nee, indirekt könnte ich das machen, wenn ich jetzt den einöle und anfackel und da ranschiebe. Blöde ist halt nur, ich muss den unterwegs hier rauskanten. Das heißt, jetzt zum Beispiel. Oder da so. Was aber nicht geht, weil er da nicht angeölt ist. Ach so, er ist ja nicht angeölt, ja, dann brennt er auch nicht. Aber du kannst ihn ja dann da anölen. Hier ist ja Öl. Ja, schon, aber direkt. Der hat keine kinetische Energie, die von da durch den Schwung nach da übertragen wird. Ich habe zwar jetzt eine Fackel dann quasi, aber ich wüsste nicht, wie ich jetzt das in Bewegung setzen soll. Also selbst wenn ich jetzt sage, das hier brennt, okay, es brennt, ich überfackel den mal. Oh, wow, welche Energie. Ist also jetzt nicht hilfreich, würde ich sagen. Warte mal, du kannst den roten hier einfahren und dann bleibt er trotzdem dreckig. Ja. Ja. Ja, dann haben wir es doch. Also, sprich, oh Gott, gar nicht kompliziert. Also jetzt fahr die mal zurück, die Wand. So. Dreh ich nach links. Bei den zündest du an, den Block. Den schiebst du bis nach da. Und dann... Dadurch hat er ja Schwung und du gibst mit dem Ding ein bisschen mehr Schwung. Weil anders geht's ja nicht. Ansonsten müsste es ja so funktionieren, wie wir es zum ersten Mal gemacht haben. Weißt ja. Du? Aber wie? Weil wenn ich jetzt... Ich habe ja hier nichts zum Brennen gerade. Ja, du musst halt richtig timen. Dass der brennende Würfel, der erste... den roten anzündet.
Ja, das ist ja kein Problem, das anzuzünden. Dass ich, weil ich kann auch nur, falls drauf stehen bleiben, dann brennt es eternal. Also für immer. Das juckt mich ja nicht. Ich kann ihn auch da durchgleiten lassen und das hier anzünden lassen. Habe ich hier eine Fackel? Ich meine, damit kommt dann kommt der schnell, der erste Würfel, der allererste Würfel kommt dann schneller zum letzten Würfel mit mehr Energie. So meine ich das. Ja. Ja, was anderes, was wollen wir sonst machen? Ja, das ist die Frage. Also ich kann ihn jetzt hier anstoßen, dass er brennt. Dann rutscht er hier lang. Dann... Achso, du kannst ja gar nichts. Das geht ja gar nicht. Also ja. Sobald du, kann ja nicht funktionieren. Achso, scheiße. Ich versuche gerade zu verstehen, was du mir versuchst zu erklären. Ja, das geht nur, wenn es ohne Zeitverzögerung rausgeht. Selbst dann wäre es zu langsam. Ach, egal. Nee, selbst wenn er jetzt hier wäre und hier liegen bleiben würde oder auch nur vorbei wäre und ich das dann ausfahre, ist der schon längst entzündet. Genau, dann hört hier ungefähr auf. Ich wollte aber halt damit mehr Schwung geben, aber das geht halt nicht. Das ist recht. Aber wir können ja mal kurz, also ich hatte nur überlegt, wenn ich jetzt schaffe, den hier anzuzünden, weil der rutscht ja in relativ langsamem Tempo, könnte ich da hochrennen theoretisch und mir hier eine Fackel bauen aus dem Ding da. So, weil ich ja effektiv jetzt hier eine Fackel habe. Ach so, vielleicht... Ups, was mache ich denn hier? Oh. Ich bin auf die Tastatur gekommen. Also. Na toll. Also ich habe jetzt theoretisch eine Fackel. Ja. Das einzige Blöde ist, ich kann jetzt hier zwar einen Würfel rausholen, den kann ich ja niemals einölen, weil der ja logischerweise hier vorne nicht raufkommt, um da den Knopf zu drücken. Und der hier rutscht ganz schlecht. Ja. So. Und selbst wenn ich jetzt sage, rein hypothetisch, ich will irgendwie den da jetzt rüberziehen, was ich nicht kann, weil ich da auf die Rückseite müsste, was ich nicht kann, weil er dann nicht eingeölt werden würde, habe ich nichts gewonnen. Aber sind wir... Moment mal, du kannst doch... Ernsthaft? Ich höre dir zu. Was ist denn schneller, als wenn man den grünen... einen grünen Block rausschiebt mit dem roten. Ein Jumppad ist schneller, oder? Ah, du willst ihn hin und her prallen lassen. Ja, einfach mit dem roten da, was man bewegen kann, nach links prallen und da ist das Jumppad und dann schnellt er nach rechts. Wie wär's damit? Können wir machen. Hat er ein bisschen mehr Energie, würde ich sagen. Aber umgekehrt ist die Frage, wir können ja das hier trotzdem schon ausfahren, dass wir hier trotzdem noch, damit die Zeit nicht abläuft. Warte mal, ich hole mal kurz einen neuen. Kann ja schon mal einfärben. Kleinen Moment. Vorbereitung Schritt 1. Mach da schon mal ein Jumppad hin. Moment. Ah ne, erst, nee, als Anfang muss er rot hin. Ja, so. Ist es. Wir können jetzt erstmal gucken, wie er sich überhaupt verhält, wenn wir ihn dagegen prallen lassen. Zack. Achso, du meinst, ob er da schon zurückkommt? Zack. So. Und jetzt können wir... da hinten ein Jumppad machen. Ja stimmt, die mittlere hier brauchen wir niemals. Aktuell, nach unserem Plan. Ja. Weil effektiv brauche ich jetzt nur die Fackel anmachen. Ja. Mache ich jetzt auch einfach mal. Denk dann, das Rote wegzumachen. Ja, ich lasse ihn ja schon. Warte, noch nicht anzünden. Warte, das machen wir auf Rückweg erst. Wir sind ja ganz schlau. Guck mal, der ist so wie abgeprallt. Erinnerst du dich? Der prallt auch da vorne virtuell ab. Der kommt ist nicht bis dahin. Ist die Frage, ob er vielleicht gerade so hinkommt, dass er angezündet wird. Oder ob, ja, weil die Entwickler die Lösung nicht haben wollen. Ja, das glaube ich eher, dass sie das nicht wollen. Aber probier mal trotzdem, ob es vielleicht gerade so geht. Was würde ich denn machen? Ich würde doch eigentlich nur... ganz ruhig, also ganz ruhig. Geh da runter. Auf ein neues. Also, davon ausgehen, dass wir das hier mit blocken. Auf jeden Fall, es rutscht auf jeden Fall in die Richtung schneller als das. Das heißt, ich muss trotzdem noch mal ganz kurz nach da oben, weil ich jetzt erstmal einen neuen Würfel brauche. Weil es brennt hier nur bis hier. Das heißt, ich muss jetzt trotz alledem erstmal hier den Würfel noch mal kurz einfetten. Steht jetzt gerade? Ja, steht gerade. Lalalalalala. Lalalalala. Das ist nicht aufwendig, ihr komische Rätsel. Mann.
Ja, momentan ist es so, dass wir das linke nicht mal benutzen müssen. Ah doch, wir können es benutzen, indirekt, aber dann kann ich nicht unten sein. Also ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich jetzt hier hingehe und ihn erstmal abprallen lasse, also sprich, er rutscht hier ran, prallt dagegen, austauschen gegen grün, anzünden, runterspringen, anzünden, weil er hier schneller abprallt. Probier das mal kurz aus. Abprallen. Aber guck mal, Zeitlupentempo sogar. Das geht sogar. Ich habe alle Zeit der Welt. Okay. Er wird ja nicht langsamer. Ja, super. Das ist bestimmt die Lösung, die vorgesehen ist. Das macht ja nichts. Aber er prallt ja da vorne mit richtig Tempo ab wieder. Pass auf. Cool. Ich habe halt schon fast die Hälfte. Es wirkt nur so, weil ich so schräg gucke. In Wirklichkeit hat er jetzt gerade ein Drittel geschafft. Gucke. Tatsache, ja, stimmt sogar. Ach Mann. Ach Mann. Das ist garantiert die richtige Lösung. Natürlich. Nicht die Hände kneten, wir könnten jetzt jederzeit gebraucht werden. Achtung, gleich geht's los. Hoch, ja, funktioniert. Ah, es geht. Yay, es geht genau so. Ganz toll. Also, wir einigen uns darauf, dass das nicht die Lösung ist. Richtig? So. Trotzdem noch irritiert, warum die allererste Versuch nicht funktioniert hat. Warum war das nicht die Lösung? Wir können es ja trotzdem mal machen. Vielleicht war auch wieder ein Physikbug drin, aber ich behaupte, dass die hier beim Übertragen halt Energie verlieren zu sehr. Weil es geht gerade so. Und aber da, halt da viel mehr. Es hat von Anfang an funktioniert. Nein, nein, nein. Sag ich ja, das hat mich irritiert. Das war nur eigentlich wir haben das genau so gemacht. Du kannst nichts anderes machen, als den da rein und wieder rauszuschieben. Nee, weißt du, was wir nicht... Weißt du, was anders ist? Na? Ich meine, es macht nicht wirklich Sinn, aber innerhalb des Spiels macht es eventuell Sinn. Vorher war der Rote auch verdreckt. Jetzt ist er nicht verdreckt. Ist mir egal. Das könnte vom Spiel her einen Unterschied machen. Ja, wir haben es geschafft, also wir sind gut. So. Komm, ich will da hin. Guck mal, ich kann hier von hier aus nicht mehr die Knöpfe drücken, soweit ist es weg. Und jetzt bin ich so weg. Ich möchte dann merken, dass es da weitergeht. Guck mal, eine unsichtbare Wand, man darf da nicht in den Tod springen. Die haben nicht mal vorbereitet, dass du irgendwo stirbst, möchte ich anmerken. Aber guck mal, man springt hier zumindest runter. Guckt sich die Bodenwaben an. So, hier kommt auf jeden Fall ein Katapult hin. Das ist schon mal soweit logisch. Da auch. Nee, das auch schon mal. Brauchen wir nicht. Weil wir wollen eigentlich sicherstellen, dass es da hinten raufrutscht, um den Knopf zu drücken. Aber wir können da rechts auf jeden Katapult machen, weil das ist eine Schräge. Was soll da sonst vorkommen? Ja, das können wir machen. Und vor allem so viele, dass du hier einen roten Block machen kannst, um es zu stoppen, damit du dann da so einen grünen hinstellen kannst, der dann so wegfällt. Und hier kommt eine Kugel hin, die... Wie soll die denn hier links abbiegen? Wie soll denn das gehen? Gar nicht. Irgendwas mit dieser Knopf hier zu tun haben. Wahrscheinlich, ja. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann sie daran hindern, runterzufallen. Das ist toll. Und ich kann sie anzünden. Du kannst sie theoretisch. Kann ich theoretisch einfach wieder zurückschleudern und in den Raum rein. Wie wär's damit? Meinst du, dass sie reicht Energie? Weil. Was passiert, wenn eine Kugel gegen eine Wand prallt? Nee, ich mein. Ja? Wenn die da gegen das Jumppad fliegt, dachte ich. Vielleicht reicht es, ja.
vielleicht auch nicht. Jetzt ja. Jumphead, wo meinst du? Da wo der rote jetzt ist, da ein Jumphead rein, wenn das halt die fällt zur runter, Rand sobald die Kante weg ist. Die verliert an Höhe, sobald du keinen Boden mehr hast. Vielleicht die trifft das untere. Ja, die untere, ja. Hm. Also, die fällt nicht waagerecht. Ah, wir sind doch bescheuert, oder? Also, wir können genau. Das ist meine Idee mal grundsätzlich richtig, weil nur zu dämlich, die vernünftig umzusetzen. Ja, vor allen Dingen, als wenn die waagerecht fallen könnte. Ja, ist ja gut. So, wir haben jetzt den Knopf gedrückt. Das ist schon mal schön. Was hat er gemacht? Ich sehe nichts. Ah, guck mal, da hinten geht's weiter. Geht er noch weiter? Ich lauf doch mal hinterher. Ja, da ist jetzt... Eine Tür. Achso, ja, die Wand hat sich schon einen Teil geöffnet. Und zwar mehrere Teile. Ja, von mir aus, okay. So, das heißt, wir brauchen... Na, hier rein geht der theoretisch. Dreh dich mal um, da ist ja was. Ne? Ja, da kannst du... Das sollte gehen. Was sollte gehen? die Kugel... Also wir können jetzt zumindest den da reinmachen schon mal. Jo. Aber wie kriegen wir den denn... Den müssen wir einfach irgendwie anzünden. Nein. Oder ihn einfach da raufschieben. Natürlich. Ich habe nur eine Idee gehabt, das war jetzt... Das ist natürlich auch cool. Bauen uns einen Arm zum Ablegen, ist doch gut. Ja. Das ist eine falsche Arm gewesen. Ich müsste den hier rot machen und ausschütten und dann entsprechend den unteren darüber hüpfen lassen. Das heißt, umkippen, den unteren zum Dings machen, da reinfliegen lassen, das gerade so geht, drüber schieben. Ich bin schon verkackt. Toll. Er rastet schon aus. So. Das heißt, effektiv. Würde man den dahin. Dann weiß ich zumindest, wie es geht. Ist das nicht schön? Mhm. Zump. Ja, funktioniert. Zump. Muss ja aber noch irgendwie anziehen. Ja, machen wir. Okay. Also, ach, das ist zu weit da vorne. Ich dachte, ich bin auf der Bahn. Ja, okay, das funktioniert nicht. Weil ich dachte, wenn ich nach vorne kippe, könnte ich den dann auf diese, aber den kann ich nicht. Na, guck mal, er rutscht immer noch. Ist doch schon mal schön. Auf ein neues. Denk nochmal kurz laut. Ach so, ja. Du kannst die Kugel anzünden. Ja, kann ich, aber wie kriege ich jetzt das verölte Ding auf diese Bahn? Oh, ist das mein Ernst? So richtig hell sind wir nicht, oder? So, was machst du jetzt? Was könnte passieren, wenn man einen Magneten hat und einen... Also, bewegen können das ja schon mal. Ist das nicht schön? So, jetzt müssten wir nur ja, noch... Das weiß ich ja. Ich frage mich ja nur, wie ich anzünden. Das war ja klar, dass man das auch macht. Ja, aber ich habe mir gerade erst mal überlegt, wie wir überhaupt darüber auf die andere Bahn kommen. Das ist schon mal wert. So, jetzt müssen wir nur noch etwas anzünden. Müssen wir mit der Kugel machen, denke ich mal. Ja, aber die müssen erstmal einölen. Das heißt, wir machen erstmal den hier. Schmeißen die Kugel da drauf. Oh, das war's ja schon. Stimmt, das ist ja gar nicht schwierig. Buch. Wir können schon mal was vorbereiten, ne? Ja. Daran. Da hoch. Das heißt, wir schmeißen den trotzdem schon mal dahin, oder? Weil die Kugel würde ja hier abprallen und der liegt ja dann da oben wahrscheinlich. Ja doch, machen wir erstmal so. Oder? Die Kugel würde abprallen, wovon redest du denn? Die ölige Kugel lasse ich jetzt hier lang laufen. Lass sie dann durchs Feuer, dann kreist da und stößt an den Ding. Ich muss mal gucken, ob der da oben liegen bleibt oder ob ich da irgendwie aufpassen muss. Ja, er bleibt ganz alt. Nein, der bewegt sich rückwärts wieder, meine Zeitlupe. Ist egal, wir beeilen uns mal einfach. Ja. Ah!
Gedanken. Du, ja, solltest du weg. Aber wir hoffen ja, dass wir noch kinetische Energie haben. Feuer anmachen. Ja, reicht doch. Das heißt, wir können jetzt erstmal da reingehen. Hallo Google. Ah. Ja, ist doch gut. Entspann dich, Kugel. Guck mal, da ist ein Ventilator drin. Was hat der jetzt für einen Sinn? Ne, die Kugel geht jetzt immer hin und her. Siehst du? Und? Ist da nichts drin? Da ist ein Ventilator da drin? Ja. Warum ist da oben eigentlich... Weiß ich nicht. Weil ich da nicht raufkomme, um zu gucken. Da ist echt nur... Okay, ich kann mich hier schieben lassen. Das, ja, das ist hilfreich. Nee, da müssen wir halt erst die andere Tür noch aufmachen. Da, wo wir halt überhaupt gar keine Möglichkeit haben, eine Kugel zu schicken. Oder? Brauchen, doch, da haben wir. So. Achso, wir... Ja, halt, aber die braucht Feuer, oder? Braucht die Feuer? Nein. Oder nicht? Nee, braucht keinen. Nee, dann geht es. Wir müssen nur gucken. Was mich stört, ist, selbst wenn ich einen Würfel nehme... Ah, der muss eingefettet sein. Ja, ist egal. Das schaffen wir jetzt noch. Wir mögen nicht die hellsten sein, aber das schaffen wir auch noch.